Ja, hallo meine Lieben und willkommen zurück bei Pineview Drive. Ich bin ja letztes Mal sowas von erschrocken und wir haben keinen Schlüssel. Wo soll ich hin? Ich hatte vor uns auch keinen Schlüssel. Ich fange einfach mal wieder unten an. Unten anfangen und mich dann so langsam hocharbeiten. So. Ja, wie so eine Wirtschaft funktioniert. Bis wie es funktionieren sollte. Also. Mal wieder zu diesem blöden Clown hier. Mal Hupe drücken. Ja, jetzt lachst du noch, ne? Gut, wohin? Hier. Fernsehzimmer! Meine Freunde, Fernsehzimmer! Habe ich ja schon abgefrühstückt. Apropos, ich bekomme jetzt auch langsam Hunger. Du kriegst jetzt auch langsam Hunger? Es ist ja mittlerweile nachmittags um 3, wo wir jetzt schon wieder in der nächsten Session drinstecken. Was hat er gesagt? Im Garten irgendwas, oder? Beim letzten Hinweis. Ach so, ja, beim Brunnen. Beim Brunnen waren Krähen, die hat er verjagt. Schlage vor, dann laufen wir einfach mal zum Brunnen. Aber pass auf den Blumentopf auf, der ist dann weitergefallen. Welchen Blumentopf? Wenn du dort vorbeiläufst, dann scheppert der Blumentopf. Ach ja. Also war bei mir zumindest mal so. Ich sehe auch gar nichts. Rutsch mal schnell ein bisschen rüber, weil es spiegelt voll. Also das Fenster scheint schön, die Sonne scheint schön hier rein. Ich kümmere mich mal. Ja. Es spiegelt gerade voll. So, wo ist denn dieser blöd? Also die Krähen, die höre ich, aber der Brunnen, der weiß ich nicht, wo er ist. Das sind aber keine Krähen, das sind Möwen. Alter, das sind das viele. Das sind Krähen bei mir. Fickt euch! Alter, es fängt schon wieder an hier. Es fängt schon wieder an. Fliegenpilz. Fress ihn, dann ist es vorbei. Ja. Da muss doch irgendwo ein Schlüssel sein. Da! Da! Hä? Ah, gut. So, Schlüssel gefunden. Und rein ins Haus. Ja, ein Versuch war's wert. So, wo fangen wir an? Unten? Kaum erwarten, wieder diese blöden Schlüssel auszuprobieren, Alter. Das dumme Clown hier. Fick dich! Fick dich, du altes Sch Du verdammte! Du Arsch!
Du Verfickte! Das Fernsehen macht ja immer wieder Freude, ne? Die verdammten Idioten. Ihr verdammten Idioten. So, bist du ein bisschen angespannt? Kann das sein? Alter. Mann! Diese kleine alte verdammte Hure, ey. Diese Scheiße, ey, diese. Der Schlüssel muss doch irgendwo passen. Hier vielleicht? Nee. Alter, nee! Nee! Weiß genau, wenn ich wieder um die Ecke komme, steht wieder diese dumme Alte vor mir. Nein, das war einmal in das lange Tor. Ich hör's doch schon wieder! Soll doch ein bisschen. Nee. Nee. Wo guckst du an die Decke? Weidlicher Wahns. Du, aber das ist kein Ego-Shooter, wo du langsam um die Ecken gehen musst. Ja, ich gehe. Also ich mache SNZ oder ich campe. Ich campe hier hinten, bis die Alte kommt. Ist hier drin noch eine Türe? Na klar. Ist hier überhaupt verdammt eine Tür in der ganzen Zeit, ey. Da geht's rauf. Will ich da hin? Nee. Ich will da nicht hin. Hier, Türe abchecken. Ist der Winzer so Zimmer? Ja. Zimmer abchecken. Küche. Hast du noch einen Hinter? Da ist kein anderer. Nein, da war kein. Scheiße. Diese elenden Türen. Mir kratzt die Hand. Mir kratzt die Hand. Das ist. Der ganze Körper reagiert und sträubt sich eigentlich, irgendwie weiterzumachen. Aber irgendwie ist es trotzdem dermaßen fesselnd, dass du eigentlich nie aufhören kannst zu spielen. Weil es doch irgendwo auch lustig und geil ist, sich zu erschrecken, oder? Ah, da war ich schon. Das ist schon pervers, so die eigene Psyche. Jetzt hier lang? Und scheiß kein Licht hier. Ich will wieder Licht haben. Wie lange haben wir hier drin kein Licht, verdammt? Aha. 3 Folgen, 4 Folgen. Oh je. Ich mir die Bilder da schon wieder angucke. Versuch was wert. Also. Schlüssel. Guck dir mal das Bild an. Nein. Doch, guck da jetzt einfach mal das Bild an, Mensch. Ist noch eine hübsche, ha? Mhm. Guck mal das andere Bild an. Welches? Das da in der Mitte. Auf der Wiese da. Geh doch mal hin, ich seh nix. Mhm. Okay. Danke. Warum kneifst du die Augen zusammen? Musst du kacken oder was? Hier unten liegen noch Batterien.
Also deswegen kneifst du die Augen zusammen. Ja. Ey, nimm doch die Batterien jetzt bitte. Dankeschön. Okay, noch ein Schlüssel. Hier war verschlossen. Hier. Wohnzimmer. Verschlossen. Verschlossen, 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 meine Lieben. Wenn das hier drin ist. Nein. Da hast du gerade geklingt. Mit dem neuen Schlüssel kannst du da probieren. Nee. Ich habe eine Vorahnung, Weidel. Was für eine Vorahnung? Küche. Da ist keine andere Tür. Nein, wie oft noch? Lass die liegen. Durchgang. Hier ist offen. Was denn für eine Vorahnung? Das ist eine böse Vorahnung. Wo soll ich hingehen? Sind noch verschlossene Türen. Wollen Sie mal eine Runde Schach spielen? Na klar doch. Das ist dumm, Alter. Kannst du dir vorstellen, das ist das erste Mal, dass ich einen Matt geschafft habe. Sonst habe ich immer verloren beim Schach. Schnauze! Ich hab doch jetzt gar nichts gesagt. Nee. Geht die Tür hier? Ah ja, das ist ja die andere, scheiße. Gut. Ich sag's euch. Scheiße, das wird wieder Überlänge. Ah. Immer da die Treppe hoch. Da waren ja noch viele Türen, die zu waren. Jetzt braucht er wieder alle Batterien auf. Dass ich wieder schön im Scheiß bin, ne? Vielen Dank. Du bist ein echter Kollege, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist hier ein Durchgang? Ja, auf die Balustrade. Okay, da will ich nicht hin. Komm. Komm, ich will jetzt. Aha! Ach nee. Ich nehme mal die Batterien mit. Mach mal eine Kerze an hier. Die ist auf Nalle auch Espresso. Gut. Hinweis! Als ich gestern Nacht in die Küche ging, hatte ich das Gefühl, einen Fernseher zu hören. Aber es kann nicht sein, der Strom ist nach wie vor weg. Also gehen wir in die Küche und dann... Tag 14. Spielstand wurde gespeichert. Aber ich finde das toll, dass du so schnell bist beim Hinweise finden, dass du immer 2 Tage am Stück machen kannst. Ich finde das echt super von dir. Also ab in die Küche, ha? Küche war wo? Küche war unten, ne? Ja. Ich hätte eigentlich mal langsam anfangen können, einen Grundriss von diesem Haus zu zeichnen. Ja. Dass man sich irgendwo orientieren kann. War das nicht hier? Hier durch? Danach so. Genau, und da war wieder die Clownfratze. Und da war das Fernsehzimmer.
das Fernsehzimmer. Wo war jetzt die Küche schon wieder? Hier geht's heraus. Jetzt höre ich jemanden schnarchen. Ich höre tatsächlich jemanden schnarchen. Ich bin's nie. Pervers. Tür verschlossen. Da geht's wieder hoch. Ich will ja eigentlich in die Küche. Alter, jetzt hakt's aber! Das ist ein Knurren, Alter! Direkt immer hinter mir. Dann dreh dich doch mal um. Wie so ein Hund, und der knurren würde. Alter! Also mich würde es jetzt nie wundern, wenn es noch einen Hund gibt. Also ich meine, eine Katze hat man ja auch schon gehabt. Aber du hast ja doch keinen Schlüssel. Nein, ich will die Küche finden, aber ich finde die Küche nicht. Schon wieder? Alter, hör doch mal auf zu knurren hier. Es treibt mich voll in die Paranoia. Hör doch jetzt endlich mal auf zu knurren, Alter. Fick dich ins Knie, Mann. Wo war die Küche, Weidel? Ich weiß es nicht, Was knurrt denn hier die ganze Zeit so? Oder schnarcht, oder... Hör mal auf zu knurren! Na, jetzt fliegt wieder ein Möbelstück, Ja, ist ja gut jetzt! Kammer. Ja. Tu mal wieder Möbelstücke rumschmeißen. Oh Gott, ihr seid krank, Jungs. Dieser dämliche Clown. Wo ist die verdammte Küche? Wo ist die verdammte Küche, Weidel? Bitte. Ich weiß Sag's es mir. Doch nicht, Mann. Sag's mir doch einfach. Es knurren die ganze Zeit und dann weiß ich nicht, wo die Küche ist, und dann ist... Oh, ist sie nicht im oberen Geschoss oder was? Ja, ist jetzt gut, Mann. Hör auf zu knurren. Kommt mir da so ein dreiköpfiger Hund entgegen. Hast du einen Cerberus oder was? Ein was? Ein Cerberus. Ja, kann sein. Wie diese Scheißdinger auch immer heißen. Ich will wissen jetzt, wo die Küche ist. Ich will wissen, wo die Küche ist. Kannst du nicht mal... Ja, was hast du dich jetzt wieder erschrocken, Mann?
Alter. Ich finde die Küche nicht. Wo ist denn die Küche? Ich weiß ja nicht. Und jetzt? Ich höre immer noch dieses Knurren. Aber das war's schon. Dann musst du vielleicht ins Fernsehzimmer. Welche Freunde denn? Wo ist das Fernsehzimmer? Unten oder oben? Ich weiß es doch nicht, Mann. Ich hab keinen Überblick mehr. Bei den ganzen Zimmern verlierst du den Überblick. Hört's mit dem Knurren auf. Es scheint irgendwo ein Hund um das Haus zu laufen. Ja, ist gut. Um das Haus. Um das Haus? Ja, aber ich höre das scheiß Knurren beim... So, wo geht's denn jetzt raus hier? Um das Haus, ne, da musst du mal raus. Ja, eben. Hab ich vor. Scheiße, muss ich jetzt nicht. Dieser blöde Köter, diese verdammte Flothöhle. Du verdammte Kacksau! Junge! Du Mongo! Sagt mir jetzt hier kein Hinweis liegt, Alter. Da fress ich euch mit... Alter, dann gibt's Hundegulasch. Eine Tierhandlung und Hexen legen so irgendein Rottweiler zusammen oder was war immer war das? Was, ein Rottweiler? Ja, ein Rottweiler, das schmeiß ich den in die Pfanne und koch den. Heißt das ein Schrottweiler? Ist mir egal, wie die Scheiße heißt hier. Alter! Was denn, knurrt der immer noch? Nein! Ja, warum schreist du denn? Weil kein fucking Schlüssel da ist und kein fucking Hinweis und kein... Ah! Dann würde ich vielleicht mal ums Haus rumlaufen, so wie er es gesagt hat. Seufte. Also ich weiß es nicht. Das kann ja sein. Das sieht ja nicht mit der Zeit aus. Ich weiß es doch nicht. Mach doch den Tag jetzt dann. Ich weiß wieder rascheln hier. Ums Haus rum. Wahrscheinlich war das nur so ein Gag. Hier bin ich mal, hier verstecke ich mich jetzt. Alter, du alte Schabracke, ey. Doch genau einmal um dieses perfekte Haus rum, mit diesen verfickten Türen, mit diesem perfekten, der perfekten Alte, mit diesem blöden, mit dieser blöden Flohtöne hier. Mit dieser elenden Scheiß-Taschenlampe, wo mir immer die Batterien ausgehen. Mit dieser... Ah! Komm mal wieder runter, Alter. Muss ich dir erstmal ein bisschen Valium geben, oder was? Alter!
Weißt du, dann hast du vielleicht mal 5-6 Stunden geschlafen hier und dann stehst du hier wieder auf dem Horrortrip, Alter. Als hättest du irgendwelche LSD-Pillen gefressen hier. Ja, und die alte Eule hier, die koche ich gleich noch mit im Topf, ey. Die koch gleich mit. Und wer das raschende, dann hack ich die Beine ab und den Schwanz ab oder die. Oder steckst irgendwie. Alter! Wie groß ist denn dieses Haus eigentlich? Also, ich gehe wieder rein. Mir ist kalt. Hier draußen ist nichts. Hier ist auch kein irgendwas, Schlüssel oder sowas. Also normal, wenn, dann liegt das ja eigentlich immer an der Stelle, wo das Zeug aufgetaucht ist. Ja, ich sehe auch nichts. Hier ist mein fucking Schlüssel. Kein fucking Schlüssel, Alter. Die alte wieder gleich von mir auf, ey. Ich weiß es ganz genau. Oder siehst du einen Schlüssel? Und einen Hinweis? Nein. Sonst hätte ich das doch gesagt. Was muss ich jetzt machen? Du alte Kacksau, ey. Gib mir irgendeinen Hinweis oder sowas. Irgendwas. Es rumpelt wieder. Vielleicht musst du jetzt nochmal in die Küche. Weiß ich nicht. Vielleicht kommt der Hinweis. Ich eben etwas übersehen, nachdem dieser Hund auftauchte? Ja, muss ich wohl. Jetzt liegt ein Schlüssel da, das ist aber heavy. Zuerst suchst du dir den Arsch ab und dann... So, wohin denn? Wieder unten anfangen. Anfangen zu meditieren, weil sonst kriege ich dieses Spiel nie gebacken, Alter. Dani. Hä? Dani. Das ist was? Da ging's nie weiter. Okay. Meine Map aufrufen oder so? Nee, geht auch nicht. Könnte man nämlich wissen, welche Tür noch verschlossen ist oder nicht? Fernsehzimmer. Jetzt im Fernsehzimmer. Ja, jetzt hast du ja einen Schlüssel, jetzt hast du es ja ehrlich. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Das hier geht's so raus. Tür verschlossen. Nee, bleib mal unten. Ja. Das Haus der tausend Türen. Schlossen. Mach das Scheißlicht wieder an. So. Hier ist auch wieder.
Nee. Okay. Nee. Hier ist der Durchgang, oder? Nee, auch verschlossen. Okay. Ist dann hoch? Mhm. Alter. Wieso erschrickt's eigentlich immer mich und nicht dich? Wieso erwischt's immer mich? Nein, mich erschrickt's überhaupt nie, ne? Warum auch? Okay. Hier? Was war hier? Die Alte soll mal aufhören rumzugeistern, ey! Küche. Da ist nichts mehr, hä? Noch keine scheiß Batterien. Hier vielleicht. Ja. Ich habe mich heute schon einmal erschreckt. Bitte habt Erbarmen. Batterie, komm. Gib mir jetzt einen scheiß Hinweis. Streichhölzer. Batterien. Ich lade mal nach. Wenn ich hier drin nämlich was sehen. Und Hinweis und Streichhölzer und keine Batterien mehr. Oder? Nein, nimm jetzt den Hinweis, dass ich wenigstens eine bitzelige Licht. Linda und ich wollten uns den alten Friedhof ansehen, aber das Tor dorthin ist fest verschlossen. So, dann wünsche ich dir viel Spaß auf dem Friedhof, Weidel. Und wieder voll die Überlänge. Voll die Überlänge. Mir tut das richtig leid. Voll die Überlänge. So, mein lieber Weidel. Ich wünsche dir auf dem Friedhof viel Spaß. Ja, da bin ich gerne. Ja. Oh, Mann, was für eine Folge. Diese blöde Töle. Also, meine Lieben, ich verabschiede mich. Ciao.